mit Melina Löck nach dem Spiel von Kristianstad in Stockholm. Ihr habt 4:1 gewonnen. Du bist eine von zwei Profis in Schweden, zwei deutschen Profis. Und quasi die Nachfolgerin von Nadine Angerer, die hier auch mal gespielt hat. Ja. Wie bist du nach Schweden gekommen? Es war ein bisschen Zufall. Also ich hatte einen Berater, der in Schweden wohnt, aber Deutscher ist. Und der hat mir den Kontakt vermittelt, als sie spontan einen Torwart hier gesucht haben. Und so kam das. Und ja, das ist natürlich jetzt auf den Spuren von Nadine Angerer ist dann noch ein wenig übertrieben. Die habe ich vor 14 Jahren nämlich hier spielen sehen. Die spielt ja für Jürgen mal. Ja. Ich glaube, ein Jahr hat sie hier gespielt. Aber du bist dann natürlich auch aus Deutschland verschwunden so ein bisschen. Was hast du für Erfahrungen gemacht bisher in Schweden? Sehr gute. Sehr nettes Land, sehr freundliche Leute. Auch der Fußball, der Frauenfußball hat einen hohen Stellenwert. Das Niveau ist auch gut. Und ich denke, dass man unterschätzt die Schwedische. Kristianstad ist ja auch eine ganz besondere Mannschaft, sagt man immer. Da ist Elisabeth Gunnarsdottir hier. Die macht das, glaube ich, jetzt schon so 11 Jahre. Und also die längste amtierende Trainerin mittlerweile in der Damen-Zweihandskan. Wie ist das, mit ihr zu arbeiten? ich glaube, Kristianstad ist wirklich ein sehr besonderer Verein, sehr familiär, sehr klein. Wir machen viel über Leidenschaft, über den Einsatz der Einzelnen. Und ich glaube, sie ist nur ein Beispiel dafür. Es sind viele Spieler schon seit klein auf, haben mit 10 Jahren im Verein angefangen und sind dabei geblieben. Und ich glaube, das sieht man aber auch auf dem Platz, dass wir als Einheit einfach auftreten. Das kommt einem so ein bisschen vor wie eine Familie auch immer, wenn man Kristianstad sieht. Ich habe mal die Bezeichnung gelesen, es sei alle Sekte. Das fände ich dann doch ein bisschen mit Negativ-Touch, aber Familie trifft es sehr, sehr gut. Du bist jetzt schon 15 Monate, glaube ich, hier. Juli habe ich gelesen. Ja. Letztes Jahr bist du gekommen. Geht es noch weiter oder wie sieht es vertragsmäßig jetzt erstmal aus? Das wird man sehen. Ich habe noch Vertrag bis nächstes Jahr. Und das weiter wird man sehen. Und heute sehr wichtiger Sieg, 4:1. Ganz einfach. Ihr hättet auch 7:1 gewinnen können oder 8:2 vielleicht. Jetzt sieht es alles ganz gut aus für den dritten Platz. Ja, wir schaffen es halt nicht aus eigener Hand. Wir sind auf die anderen angewiesen. Aber wir müssen unseren Job machen von Spiel zu Spiel und dann sehen wir weiter. Und alles andere wird man dann am 7. November spätestens sehen. Würdest du denn noch ein Jahr in Schweden bleiben, wenn es klappt? Ja, ich sage jetzt erstmal nicht nein, aber es gefällt mir gut. Also. Okay. Ja, vielen Dank. Ne?